Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur Spitzenpaarung aus der fünften Runde des B&O Schach 960 Festivals. Wir sehen mit Weiß Daniel Friedmann gegen Vitali Kunin. Daniel Friedmann setzt Ranglisten Erster, hatte in den ersten vier Partien mächtig vorgelegt. Er hat 4 aus 4 unter anderem Vlastimil Hort besiegt und auch den Setzranglisten-Zweiten Erik van den Doel bereits besiegt. Vitali Kunin hatte 3 aus 4 und wollte sicherlich diese Partie gewinnen, damit er reelle Aussichten auf den Turniersieg aufrechterhalten konnte. Die Ausgangsstellung kennt ihr ja schon. Es begann hier mit F4. Und Kunin schützt nicht den Bauern auf A7, sondern spielt F7, F5, wonach sich die Läufer zunächst mal in die gegnerische Stellung hineinbohren. Friedmann spielt Läufer A7, Läufer A2, Springer B3, Läufer schlägt B1, Dame schlägt B1, Springer B6, das ist alles mehr oder weniger erzwungen. Läufer schlägt B8, Dame B8 und Springer G3. Und hier verlässt Kunin die symmetrische Linie und spielt E6. Das ist auch vernünftig, denn allzu lang kann man die Symmetrie nicht aufrechterhalten. Das wissen wir aus dem klassischen Schach. Früher oder später findet Weiß eine Variante, mit der er dann doch Vorteil erringen kann. Also nach E6 ging es weiter mit E4, das ist vollkommen logisch. Kunin antwortet mit Springer G6, E schlägt F5 und Springer schlägt F4. Und der Springer auf F4 steht durchaus gut. Er greift G2 an und behindert dadurch die Entwicklung des weißfeldigen Läufers F1 und er kann gar nicht so gut vertrieben werden. Springer E2 hätte ja den Bauernverlust auf F5 zur Folge. Aus diesem Grund spielt Friedmann C3. Er deckt also den Punkt F5 ein zweites Mal, sodass jetzt eventuell der Springer G3 abziehen kann. Dame A7 von Kunin und es taucht die Idee Dame A4 auf. Weiß muss nun umdisponieren. Die Fortsetzung Springer E2 wäre erneut schlecht wegen Springer E2, Läufer E2, Dame A4, Dame C2 und wiederum geht der Bauer auf F5 verloren. Weiß hat also Springer B3 D4 gezogen. Es ging weiter mit E6 E5, Springer F3 und Läufer D6. Schwarz drückt hier aufs Tempo. Er spürt, dass er eine leichte Initiative hat. Und dieser Zug Läufer D6 richtet sich konkret erneut gegen das Entlastungsmanöver Springer E2. Spielt Weiß hier Springer E2, könnte Schwarz E5, E4 folgen und hätte feinen Angriff. Nein, Friedmann spielt Springer E4 und es ging weiter mit Rochade und D2, D4. Und Kunin forciert hier die Ereignisse, spielt E schlägt D4, ist bereit, eine deutliche Schwächung seiner Bauernstruktur hinzunehmen, hofft aber auf Angriff auf den unroschierten weißen König. Er hätte auch Dame A4 spielen können, B3 und Dame A5, so bliebe der Punkt E5 in schwarzer Hand. Allerdings müsste er wohl nach B3, B4 mit Dame A4 und Dame C2 in ein Endspiel einlenken, was natürlich nicht in seinem Sinne gewesen wäre. Der weiße König steht ja unsicher und die Damen sollten am Brett bleiben. Also E schlägt D4, Springer D6, C schlägt D6, Springer D4 und es ging weiter mit Dame A4 Schach, Dame C2, Dame A2 und Läufer B5.
Und für diesen Zug Läufer B5 hat sich Friedmann sage und schreibe 13 Minuten Zeit genommen. Die Stellung hier ist äußerst schwer zu beurteilen. Schaut euch mal in Ruhe die weiße Stellung und auch die schwarze Stellung an. Welche Probleme, welche Fragen gibt es hier zu beantworten? Was ist mit dem Springer auf F4? Soll er nun vertrieben werden mit G3 oder jagt man ihn dadurch nur auf Felder, auf die er eh gehen möchte? Wie soll der weiße König in Sicherheit gebracht werden? Ist eventuell der Zug Springer D4, B5 sogar zu überlegen mit Angriff auf den Bauern D6? Was ist von Turm E7 zu halten? Und aus schwarzer Sicht natürlich muss man sich fragen, ist die Initiative, ist das Figurenspiel von Schwarz mit der gut stehenden Dame und den beiden Springern, ist das überhaupt ausreichend, um die Bauernschwächen auf D6, D7 und B7 zu kompensieren? Hat Schwarz überhaupt konkrete Angriffsideen gegen die weiße Stellung? Oder ist das alles nur optisch so interessant? Hier ist also höchstes Stellungsgefühl vonnöten, um sich zurechtzufinden. Weiß, wie gesagt, hat Läufer B5 gezogen. Die beste Fortsetzung, die uns der Computer natürlich zeigt, wäre G3 gewesen. Springer FD5, Läufer G2. Und Dame A1. Nun, soweit hat Friedmann sicherlich vorausgerechnet und gesehen, dass nach Dame C1, Dame A6 Weiß wieder nicht rochieren kann. Aber der Computer spielt hier ohne Angst König E2 und tatsächlich gibt es nach Turm E8, Läufer E4 keine Fortsetzung des schwarzen Angriffs und der weiße König kommt in Sicherheit. Weiß würde hier besser stehen. Völlig verständlich natürlich, dass sich ein Mensch bei begrenzter Bedenkzeit nicht auf so einen Zug wie König E2 einlassen möchte. Kommen wir zurück zur Partie. Nach Läufer B5 kam es zu Springer G2. Nun geht Dame G2 natürlich nicht wegen Dame B1, König D2, Dame B2, Springer C2 und Dame schlägt B5. Also Turm E2, Springer F4, Turm E4 und möglicherweise hatte sich Weiß aus dieser kurzen Jagd auf den Springer mehr erhofft. Aber Springer FD5, König D2 und Springer F6 war die Antwort und Schwarz konsolidiert sich. Turm E1, D5, König C1 und Dame A1 Schach. Dame B1, Dame A8, Dame C2, Dame A1 Schach, Dame B1 und Turm A8 Schwarz meidet die Zugwiederholung und versucht zu gewinnen. Springer B3, Dame A7. Und hier hat Kunin kein Vertrauen in seine Stellung in dem Endspiel nach Dame B1, Schach König B1 gehabt. Tatsächlich sieht es auf den ersten Blick so aus, als hätte Schwarz trotz mehr Bauern keine rechten Pläne, um auf Gewinn zu spielen. Die Bauern sind zu unbeweglich, zu statisch, aber Schwarz hat ein Motiv in diesem Endspiel und das ist der Angriff auf den schwachen Bauern F5. Springer C4 würde F5 schon anpeilen. Und Schwarz könnte tatsächlich erstaunlich schnell schon konkrete Drohungen gegen den Bauern F5 aufstellen. Springer FE4, Turm F8 zum Beispiel oder auch König F7, F6 und so weiter. Und die Fortsetzung Läufer C4, DC4 mit der Idee, ein Turmendspiel zu erreichen. Springer C5, B6, Springer E4, Springer schlägt E4, Turm E4. Es sieht ein bisschen so aus, als könne die Aktivität des weißen Turms zum Remis ausreichen, aber D5, Turm E6, Turm F8, Turm
E5, Turm D8, Turm E6. Jetzt geht der Bauer B6 verloren, aber auch Weiß muss den Bauern F5 aufgeben. König F7, Turm B6 und jetzt Turm E8. Und der Bauernverlust auf F5 ist unvermeidlich. Turm D6, Turm E5 und so weiter. Und Schwarz gewinnt wieder einen Bauern und hat beste Aussichten, dieses Endspiel zu gewinnen. Der Damentausch auf B1 wäre wohl tatsächlich die beste Fortsetzung für Kunin gewesen. Er spielte Dame A7, Dame D3, Dame A2, König C2, Springer C4, aber nach Läufer C4, D schlägt C4, Dame schlägt C4, Schach und D5, hatte Schwarz nicht viel erreicht und die Stellung war im dynamischen Gleichgewicht. Im späteren Verlauf hatte Friedmann dann sogar die Möglichkeit, einen Bauern zu gewinnen. Das war hier an dieser Stelle. Hier war Springer D5 möglich, Turm D5, Turm E4. Friedmann hat Abstand davon genommen. Möglicherweise war eben nach H6, Turm F4 und Dame E5 die weiße Königsstellung zu schwach. Die beiden zentralisierten schwarzen Schwerfiguren schauen ja durchaus bedrohlich aus. Aber Dame F3 hätte leichten weißen Vorteil ergeben. Weiß hat an dieser Stelle aber Dame G4 gespielt, also nicht Springer D5, sondern Dame G4. Und einige Züge später war das Remis unterschriftsreif. Kommen wir noch einmal zurück in die Eröffnungsphase nach dem fünften Zug von Schwarz. Hier hat Friedmann also Springer G3 gezogen. Die Frage ist nun, wo ist die Fortsetzung, die Weiß nun leichten Vorteil gebracht hätte? Nun, hier sind kaum Motive zu erkennen. Keine klaren Bauernvorstöße, keine Vorpostenfelder für Springer oder ähnliches. Die Fortsetzung Springer G3 nebst E4 hat nicht viel gebracht. Nun, natürlich auch D3 nebst E4 kann man erwägen, aber es ist alles andere als sicher, ob D3, E6, E4, F schlägt E4, D schlägt E4 die richtige Fortsetzung für Weiß ist. Schwarz kommt schnell zur Rochade und möglicherweise ist das weiße Zentrum durchaus zu exponiert. Auch die Diagonale A7, G1 könnte irgendwann mal zur Schwäche neigen. Die Stellung wird sogar vom Computer als leicht vorteilhaft für Schwarz bewertet. Aber es gibt ein Motiv in dieser Stellung hier, ein verstecktes Motiv, aber es ist bereits auf dem Brett, wird bloß noch nicht richtig erkannt in so frühem Stadium. Wir haben hier die offene A-Linie, auch die einzige offene Linie auf dem Brett und die Aussicht, diese Linie zu besetzen, ist meist verbunden mit einer leichten Initiative. Ich meine hier den Zug Dame A2 und die Fortsetzung E6, E3, Läufer E7, Läufer E2, Gerochade, Dame A8, führt zwar dazu, dass Schwarz gerade rechtzeitig ist, um auf der A-Linie zu opponieren, aber Turm A1, Dame A2, Turm A2, Turm A8 und nun natürlich Turm schlägt A8, Springer A8, würde dazu führen, dass der schwarze Springer ins Eck zurückgejagt wird und sich von dort ein zweites Mal entwickeln muss. Weiß hat nach dieser Variante aus meiner Sicht alle Voraussetzungen, um eben doch eine leichte Initiative zu entfalten. Das wäre wohl die beste Fortsetzung für Weiß gewesen. Mehr ist wohl nicht drin. Eine spannende Partie. Ein gar nicht langweiliges, ausgekämpftes Remis.
Doch dieses Remis hat Friedmann seine Hauptkonkurrenten weiter auf Distanz gehalten und konnte das Feld von der Spitze weg kontrollieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns heute in einer Woche beim nächsten Schach 960 Training. Bis dahin, tschüss!